Dann fangen Sie mit dem Rot vielleicht an. Genau, also neu von Electro Company gibt es den Multiplayer, den EMP2. Mhm. Das ist ein Gerät, das letztendlich alle Formate spielen kann. SACD, DVD Audio, DVD, Blu-ray, Bild und Ton. Mhm. Ja, das ist so die Neuheit, die wir hier auf den Klangbildern vorstellen. Was gibt es sonst noch Tolles hier zu sehen, zu tun, zu fühlen? Ja, letztendlich das Tollste oder Schönste ist die Kombination aus allen Produkten, die wir haben, auch mit den Chario Lautsprechern aus Italien, den Sensati-Kabeln aus Dänemark. Und wie Sie sich selbst überzeugen können, ist es eine sehr musikalische, runde Geschichte. Mhm. Mhm. Genau. Also kommen wir vielleicht noch zu Chario, also Italien, Lautsprecherhersteller. Der halt eben noch ausschließlich in Italien fertigt, in eigener Fertigung und ausschließlich Holz verwendet. Im Bereich der Einstiegsserie halt eben Furniere, Echtholzfurniere und in den Topklassen dann massives Echtholz, Kirschbaum, Walnuss oder halt eben gekalkte Eiche. Und Neues bei der Firma Chario ist halt eine ganz neue Serie, die zwei Serien im Prinzip ablösen werden. Das ist einerseits die Silhouette-Serie und die Hyper-Serie, die es jetzt mittlerweile auch schon über eine Dekade gibt im Unternehmen. Das ist die Synta-Serie. Einerseits halt eben in geraden Versionen, in verschiedenen Furniertypen oder halt eben in abgerundeten Versionen, auch wieder in verschiedenen Furniertypen, halt eben auch nochmal mit einer Gärungsfurnierung, was vielleicht auch niemand so kennt. Aber wenn Sie die Seite sehen, von mir ist auch mal zusätzlich. Dann halt eben neue Tönertechniken, Double Flex Membran im Bereich des Basses und halt eben im Hochtonbereich Seide, Aluminium gedampft. Und das gibt es halt eben als 4 Bookshelves und jeweils immer 2 Standlautsprecher in der klassischen 2-Wege-Version oder halt eben auch mal noch eine Bookshelf als 3-Wege-Version, was ja heutzutage nicht mehr allzu oft gebaut wird. Alles klar, Dankeschön.